zum Beispiel bei dem Maya-Rätsel zum Entschlüsseln. Ob man die Maske ist oder. Weiß ich noch. Man hört aber trotzdem alles, Thomas. Ich schalte dich noch stumm. Was meinst du? Bleib mal. Ja, passt schon. Nein, ich bin eh schon viel mit der Sarah. Achso. Ja, ja. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Hobbs. Dürfen wir da ein Stück oben nehmen? Von den Max. Dieser Speer kam von der Statue auf den Podest. Du hast gar nicht mehr gewusst, dass der da ist. Das sind die Symbole, die sich auf dem Maya-Kalender befinden. Das sind Greystocks Notizen. Damit müssten wir die Maya noch. Schau, was er da so finden. Ein bisschen mitraten sonst. Du weißt, was du schon bist beim Spiel? Keine Ahnung. Ich war da mit den ersten Fall da hochgelassen, es wird so ein Tutorial gewesen sein. Kann man nicht so viel sehen. Es kann noch nicht so viel sein. Alles war ja relativ um. Mhm. Ich meine, ich habe die Probleme nicht gehabt, aber ich kenne das auch nicht so scheiße. Ja, was du visierst, da schießt und der Gegner steht eigentlich ganz woanders und. Ja, so sie letztens beim Multiplayer gehabt. Ja. Wobei ich es nicht verstehe, warum wir eh privat sind. Dass du da trotzdem solche ja. Probleme hast. Okay, hör die überhaupt nicht. Das ist so extrem leise. Ja. Ui. Ja, aber immer noch sehr dumpf. Ich höre gar nicht, also gar nicht, aber. Ja, komplett leise. Ja. Ja, es ist jetzt ein bisschen besser, aber wie gesagt, du bist halt, wahrscheinlich weißt du, leise redest immer noch sehr leise. Ich sollte mehr auf die Details achten. Bucht sind alle. Ich glaube, ich habe etwas übersehen. Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details. Nein, ich glaube. Also das 13 Tor. Nein, ich glaube. Scrabble, vielleicht kommt dann auf die Lösung drauf. Nein, ich glaube, ich habe. Ich weiß gerade, ich bin gerade kein so nebenbei. Ist heute wieder auf unserem YouTube-Kanal ein neuer Level aufgekommen und morgen glaube ich auch so viel was. Sehr geil. Verflucht sein alle! Ach, nein. Wenden, heiligen Tempel. Mehr auf die Details achten. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten.
Und das sein. Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Name sagt, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Den. Siehst du ein Fisch da und das schaut aus wie Fisch und ein Fisch ist unter Wasser da runtergehen. Ja, das ist sicher Statue. Der alte Fisch, der stirbt. Das sind zwei große Arschloch. Das ist verflucht sein, Alter, das stimmt einmal sicher, weil das passt einfach. Verflucht sein, ja, die entweihen den heiligen Tempel. Magst du noch 15 Mal im Umdrehen klicken, dann geht's. Die lebende Statue. Nur die Auserwählten werden Gnade finden. Ja, genau so steht es doch. Das ist nicht nur ein Kalender, sondern ein Fluch. Und jetzt bin ich, dass die Zivilisation ausgestorben ist. Greystock vom Club wurde wie vorher gesagt getötet. Scheiße, die Stadt. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Welche von Zacharias Greystoke seine Beziehung auf das Kotler-Erdwache? Ah. Staff Room. Da reden wir mal, wenn wir Squad wieder mal spielen, gell? Oh, wer schon? Nee. Der Joker spielt jetzt Dark Souls 1 Remastered Randomizer, aber irgendeine eigene Challenge. Nicht, was ja. Gesehen habe ich schon, aber abschlagen wir nichts. Ja. Da schaut unsere Fotos ein bisschen besser aus, muss ich ehrlich sagen. Rotes Auge. Womöglich eine schwere Infektion. Ich war frech und habe nicht aufgeregt. Das war ein kräftiger Wurf. Der Speer hat den Körper glatt durchbohrt. In seinem Magen wurden Spuren von Alkohol gefunden. Offensichtlich hat er vor seinem Tod noch etwas getrunken. Im Bericht des Gerichtsmediziners werden spezifische Schäden am Herz-Kreislauf-System erwähnt. Hier drang der Speer in den Körper ein. Der Mörder zielte auf das Herz. Gut aus, ja. Der Speer muss von einer kräftigen und fähigen Person geworfen worden sein. Vielleicht finde ich die Verbindung zwischen Greystoke und dem Fluch im Clubhaus. Ich brauche einen Durchsuchungsbefehl. Diese Narben sind alt. Wir benötigen einen Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Mit Dr. House angefangen? Nein. Kommen wir zu nichts. Stratlos. Wir haben wachsen. Er schläft. Hab sie. 50 Shapes of Noses.
Safe? Sollten Sie nicht an einem Ihrer Fälle arbeiten, anstatt mich hier zu stören? Auch Ihnen einen guten Tag, Inspektor. Ich muss Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ein Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Nein, nein, nein. Strahl ist ja müde, der hat in der freien Nacht schlechter geschlafen. Billy. Dass er seine Waffe putzt, zeigt, dass er gut gelaunt ist. Oder er will sich das Leben nehmen, weiß nicht. Er hat ein Taschentuch als Andenken, das nach Frauenparfüm duftet. Mrs. Robin, die Frau eines britischen Abgeordneten. Wir kommen für den momentanen Zustand von Lestrade sein. Da ich nicht ins Clubhaus kann, brauche ich eine andere Beschäftigung. Ach, wissen Sie zufällig, ob Sir Robin in der Stadt ist? Keine Ahnung. Und wie um Himmels Willen kommen Sie darauf, dass ich das wissen könnte? Nun, ich hatte da mal einen Fall. In dem ging es um einen wollüstigen Inspektor. Nein, Sie irren sich. Da ist nichts Unehrenhaftes. Ach hier, nehmen Sie Ihren Durchsuchungsbefehl. Er hat sich geweigert, Ihnen den Durchsuchungsbefehl zu geben? Oh nein, ich habe ihn bekommen. Ich brauche Sie jetzt eine Weile nicht, Watson. Bis später. Wie haben Sie eigentlich den Durchsuchungsbefehl bekommen? Herr Kneder trägt einen Foto des Obhübtigen, der sagt, dass Opfer ein Mitglied des Archäologie-Clubs war, sollte auch das Club. Deswegen haben wir einen Durchsuchungsbefehl. Das heißt, ich muss von weg. Nein. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Habe ich das im letzten System? Oh. Was für Turnier? Achso, das Boccia-Turnier. Ja, das war nicht Boccia, das war so eine Mischung aus Curling und Boccia. Extrem interessant. Sir Charles, ich habe einen Durchsuchungsbefehl und möchte einen Blick in das Clubhaus werfen. Gut. Hier, der Schlüssel. Aber ich protestiere. Wir protestieren. Resto, das ist tot gestorben sein. Warum sagt die Polizei? Die Sammlung des verstorbenen Mr. Bromsby.
Die Sammlung des verstorbenen Mr. Blinkhorn. Sir Percival Blinkhorn. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Smith. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Sutherland. Die Sammlung des verstorbenen Mr. Robert. Es ist Sparta. Dieser Metallglobus ist beeindruckend. Sicher ruft uns auch vorbei. Einige Teile fehlen. Einige Teile. Sicher. Das ist wohl ein Teil einer Statue aus Guatemala. Aus massivem Gold. Das ist ein Vermögen wert. Diese Antiquitäten sehen wir. Diese Truhen wurden kürzlich geliefert. Sie stammen aus der Sammlung von Zacharias Greystoke. Warum muss man sagen, der Marschall schon. Diese Antiquitäten. Dieses Stück wurde sauber und gekonnt abgesägt. Interessant, alle Besitzer dieser Sammlungen sind verstorben. Stirbt und die Sammlung automatisch. In den Besitz des Zacharias Greystoke. Wer dieser Mann wohl ist? Das ist Sir Charles Yellingham, der Direktor des Clubs. Charles Yellingham hat eine große Familie. Ah, Sir Charles war einst Hauptmann der Armee. Ich kann ihm zugeben, was für ein Bullsclubs. Die Abendfahrt, 20 Kisten Champagner, war Restaurantabend des Sonnen. Musikalisches Ensemble für die Unterhaltung. 30 Blumenarrangements als Tischdekoration, Eingangskarten für die Gäste. Ich weiß, dass es recht groß werden wird, aber bitte. Eine Frist, nach der die Zahlungen folgen. Dass Sie bereits beim letzten Konzert gemacht haben, vielen Dank. Zusammen gegen den Christen. Sir Charles Yelling, Britain Loveless, Latin Deputation bei der Bank. Werte Sir Charles, und als Folge sind Sie erneut im Verzug mit Zahlungen Ihrer Kreditkarten an uns. Das mal jede Zahlungsverzögerung führt zu einer 7 und 10 Schilling. Nach eingehender Beratung nehmen wir Ihren Vorschlag zu, einen Teil der Sammlung des Clubs in Zahlung zu nehmen. Wir mit einer privaten Aktion Verstärkung der Gesamterlösung. Interessant. Der Club kann offensichtlich seine Bankschulden nicht zurückzahlen. Der 50. Geburtstag von Lord Stevenson.
Notizen sind Charles Ellingham Erhalt ihres Verkaufsgegenstands. Dachte von schwerer Teil einer Massivgutstatue aus Gut aller. Gerne uns damit an diesen Gegenstand zu erwerben. Billiger Betrag wird innerhalb von 48 Stunden nach Zustellung dieses gezahlt werden. Obwohl diese Sanktion vollkommen egal ist, versichern wir, dass die Gesamt eigentlich ein vertraulich behandelt. Wie geht das jetzt, Charles? Wir haben eine bittere Tranche auf das Konto ihres. Aber allerdings wurden aufgrund für Zahlungsperiode für den Monat zum Beispiel auf 1000 Pfund ziert. Sie wettern von unserer Bank. Das ist der Blick, weil der Leute. Und so was. Fangen wir zum nächsten. Ellinge, ich habe es hier schon vor allen gesagt, sie suchen. Ist noch vor der Preisverleihung. Ich habe die anderen bereits über die Sache zu gehen. Zechariah Greystoke. Eine Nachricht an Sir Charles von Zacharias Greystoke, dem Opfer. Das meine ich zu. Das Antwortetor. Elefant. Einige Teile. Sir Charles, Sie sagten, dass Sie nicht wüssten, warum Mr. Greystoke zu solch später Stunde hier war. Genau, ich habe keine Ahnung. Was soll das bedeuten? Ach, nichts. Eine feine Sammlung, jedoch mit einer verstörenden Gemeinsamkeit. Oh, alle Stücke stammen von unseren Mitgliedern. Aber nur von verstorbenen Mitgliedern, auch von Mr. Greystoke. Ja, aber es ist eine Clubvorschrift, dass alle unsere Mitglieder ihre Sammlungen im traurigen Falle ihres Ablebens uns vermachen. Ein Mord in meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Armer Sir Charles. Ein Mord in seinem Club. Einfach schrecklich. Die Statue von... Aber wo ist die Statue? Ist sie etwa verschwunden? Ein abscheuliches Verbrechen. Oh.
Oh, wie schrecklich. Ob der Club jetzt geschlossen wird? Wer dieser Mann wohl ist? Guatemala 1881. Sieht nicht wie ein Bowls-Turnier aus. Das Bild sieht beschädigt aus, oder aber bearbeitet. Ich nehme es mit. Dieser Bereich wurde übermalt. Ich muss herausfinden, was sich darunter befindet. Statue. Dafür brauche ich eine Pipette. Jetzt die Farbe vorsichtig mit einem Tuch entfernen. Aha, da ist eine weitere Person abgebildet. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Sehen Sie, dieser Mann mit geschwollenem Auge war aus dem Bild herausretuschiert worden. Die Folgen eines Kampfes etwa, oder was meinen Sie? Vielleicht. Oder das Symptom einer seltenen tropischen Krankheit, die in Zentral- und Südamerika vorkommt. Südamerika, brillant, Watson! Nichts zu danken. Ist sie tödlich? Nun, er könnte sie überlebt haben. Ich werde Sir Charles fragen, aber was der wohl antwortet? Ich habe eine Idee. Solche Krankheiten werden nur im Krankenhaus für tropische Krankheiten behandelt. Ich habe dort ein paar Bekannte. Oh ja? Ich höre mich mal um. Es ist unwahrscheinlich, aber wenn der Fremde in London ist, werden sie ihn kennen. Thank you.
Klingon. Ich hoffe, der Knochen stammt nicht aus Watsons Sammlung. Bitte überhaupt die Knochen ziehen. Ich habe dieses Bild an ihrer Wand gefunden. Wer sind die anderen Männer? Vor allem der Herr mit dem geschwollenen Auge. Hm? Ach, das ist der arme Mr. Allbit. Er starb vor 14 Jahren an Fieber auf einer Expedition nach Guatemala. Auf der Suche nach einem Tempel der K'iche'. Doch es ging alles schief. Wir konnten den Tempel nicht betreten und die Expedition endete im Chaos. Das bin ich. Und das Zacharias. Und da ist Bernard Marley, ein weiteres Mitglied. Er ist auch hier, dort beim Podest. Er ist übrigens auch derjenige, der die schreckliche Statue gebaut hat. Das ist auch schon 10 Jahre her oder so. Mr. Allbit war ein Mitglied. Wo ist seine Sammlung? Wenn ich das nur wüsste. Wir konnten sie nie finden. Oft. Ciao, Sili. Rice Cream. Sammlung zu gelangen. Satellit. Will wird erfunden, um seine Tat zu vertuschen. Keine Gnade, Sir Charles hat. Gnade. Charles hat unter Druck von Fastlos. Alles ein. Untersuchung setzen. Genau. Armer Sir Charles, ein Mord in seinem Club. Einfach schrecklich. Bernard Marley nehme ich an. Ich heiße Sherlock Holmes und muss Sie zu einer Expedition nach Guatemala befragen. Psst, nicht hier. Zu gefährlich. Nehmen Sie meine Karte. Besuchen Sie mich, dann können wir reden. Bernard Marley, Gisseret. Ach, glaubst du. Street.
Seite und kann nicht an die Tür. Gumball Crow. Keaton Street. Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Gehen Sie da lang. Keaton Street. Possum Street. Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Keine Ahnung. Verzeihen Sie, wie komme ich zur Grub Street? Keine Ahnung. Possum Street. Gumball Row. Steht da mal. Cranny Street. Alle schon. Grub Street. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ah, jetzt aber. Hier wurde etwas Großes und Schweres bewegt. Frische Kratzer. Zombie. Juri, probiert mal singmäßig zum. Hallo, guter Mann. Ist Ihr Chef da? Ja, er ist in seinem Büro. Die Tür neben der Frauenstatue dort, in der Ecke der Werkstatt. Pferd von Pedro Alvarado. Das war ein Conquistador, glaube ich. Ja, nimmst du das Funkgerät, du Idiot. Offenbar hat Marley mehrere Statuen von Tycoon Uman gebaut. Ja. Jetzt gehen wir sie doch einmal zu zweit, da probieren wir uns süß. Verzeihen Sie, dass ich so abrupt wegging. War kein sicherer Ort zum Reden. Ja, ich möchte es auch nochmal probieren. Was ja, will. Besser hier, nicht im Büro. Meine Gießerei ist beruhigend. Kannten Sie das Opfer, Zacharias Greystoke? Ja, er war ein guter Freund. So ein gutes Karma. Bis gestern. Kennen Sie den kränklichen Mann da auf diesem Bild? Bei Jupiter, Orbit. Ja, das ist er. Der Arme fand in Guatemala den Tod. Eine schreckliche Krankheit machte ihm den Garaus. Waren Sie Freunde? Nein, aber er war ein aktives Mitglied und ein tapferer Mann. Zu tapfer. Man kann nicht gegen die Götter der Quiche kämpfen. Und die Expedition? Sie suchten einen Maya-Tempel? Ja, den Tempel von Tekun Uman. Eine von Charles' vielen dummen Ideen.
Wir fanden den Tempel, aber eine Art seltsame Kraft hielt uns davon ab, ihn zu betreten. Eine böse Aura. Es war Tekunumans Wirken. Wir alle spürten das. Orbits Zustand verschlechterte sich urplötzlich. Wir konnten nichts tun. Und jetzt, mit Zacharias Tod, ist der Fluch neu entflammt. Nach 14 Jahren. Prophezeiungen sind zeitlos, auch im Jenseits. Es gibt kein Entkommen. Da hier ist es jetzt zu mir dazugekommen. Echt? Ja, gut. Ja, voll. Warum sind sie jetzt auf einmal so viel? Ich hab 6 Fragen von Werner gerade offline. Ihr Verhältnis zu Charles Yellingham ist nicht gut. Wir sind keine Freunde. Wissen Sie, die meisten seiner Expeditionen gehen schief, weil er zu fokussiert ist auf seine politische Ambition. Das ist noch untertrieben. Er will unbedingt ins House of Lords und versucht, durch den Club dorthin zu gelangen. Was auch der Grund für seine Management-Misserfolge ist. Und doch kann er immer Geld auftreiben, wie auch immer. Glaubt der Greystoke an die Prophezeiung? Das ist keine Frage des Glaubens, verstehen Sie nicht? Zacharias meinte, dass wir den Fluch mit Hilfe des Kalenders stoppen könnten. Sind welchen Kaiserlevel schon gesehen? Weil du hast den schon gespielt, aber. Er hatte mir eine Nachricht geschickt. Ja, ja, sicher. Ich habe es gut durchgekommen. Charles davon abbringen, den Kalender als Preis zu verleihen. Lustig ist, wie man nicht anfangen, dass ich mit Selbsttests arbeite, weil man irgendwie büßt, geht's auf einmal. Aber der Kalender würde eh nicht helfen. Tekun Uman. Ja, meistens so, wenn ich meinen Punkt komme beim Leichen, wo ich mir den Faktor nicht brauche, dann war ich zu weit, ich schwere immer noch selbst das und dann schaffe ich es auch nicht. Ich weiß nicht, aber ich habe nichts damit zu tun. Nichts. Oh. Aber Sie sind doch der Erbauer der Statue. Stimmt. Aber das war vor 10 Jahren. Das können Sie mir nicht vorwerfen. Kann ich das nicht? Immerhin ist das die Statue, die für den Mord verantwortlich ist. Nein, es ist Tekun Umar. Aber wer hätte ahnen können, dass er eine einfache Kopie einer Statue auswählen würde? Niemand. Nein, eigentlich werde ich mir deswegen mal schützen, wo das ein Problem ist. Er hört alles im Stream, Thomas. Ja, ich weiß, dass man alles im Stream hört. Nicht. Aufpassen, dass ich gebannt werde. Ach, so schnell wird es nicht gebannt. Ah, so. Schön. Ach, Lüge. Zählen schreiben. Schlafen gehen. Seine Bild. Ich muss nur los, noch Papierkram erledigen. Wir haben zu lange gesprochen. Er könnte uns hören. Tekun Umar. Leben Sie wohl! Hansi, hey, ich bin trotzdem mal dahin. Ja, hab mich gefreut. Ja. Echt lang du eh auch nicht mehr. Ja, passt. Viel Spaß noch, gell? Ja, danke schön. Gut, dann ciao. Ciao, servus.
Offenbar hat Marley mehrere. Hier standen zwei große Kisten. Ein Bild von Tikkun Umar. Das ist ein recht moderner Mechanismus. Alle Teile sind von hoher Qualität. Seltsam, so etwas in einer Gießerei zu finden. Keine Oxidation. Dieser Metallarm war nie im Freien. Er gehört nicht zur Statue vom Bowls Club. Zwei große Kisten, die in der Werkstatt standen. Sie wurden ins Büro von Bernard Marley gebracht. Die Kisten könnten vielleicht Teile der Statue von Tikkun Umar enthalten haben. Marley verbirgt etwas in seinem Büro. Ich sollte heute Nacht einmal vorbeischauen. Zusammen mit Watson. Sneak-Getell. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Sie ist bei Miss Alice und spielt Klavier. Sie hat mir nicht gehorcht. Nun, Holmes, ich wollte... Oh, sehen Sie. Der Postbote hat versehentlich einen Brief an Miss Alice hier abgeliefert. Ah, er hat 221b und 221c verwechselt. Hier, dann, aber... Watson. Was wollen Sie damit anstellen, Holmes? Schauen wir nicht. Oder umbringen. Ich hoffe, der Knochen stammt nicht aus Watsons Sammlung. Ach, es tut mir leid, aber ich muss diesen Brief öffnen. Mit Dampf lässt sich der Brief einfacher öffnen. Bringen wir im Kessel etwas Wasser zum Kochen. Zuerst muss ich den Gasbrenner aufdrehen. Jesus. Ich muss den Brief mit etwas Scharfem öffnen. Du hast es also getan, du bist wegnehmen. Aber sei denn noch auf die Schreibe dir, die mitzuhören, dass ich das habe. Sie ist zwar ziemlich beschädigt, aber noch weiter. Du kannst es benutzen, wenn du willst. Du sollst wissen, dass dein Vater es gibt, irgendwie helfen kann. Lass mich wissen. Ganz gleich was, egal welches Risiko du mag. Miss Alice ist wegen mir hierher gezogen. Ich muss so bald wie möglich ein Wörtchen mit ihr reden. So kann ich den Brief noch nicht zukleben. Verschließen wir den Brief, damit sie nichts bemerkt. Verschließt. Fertig. Hör nicht auf zu spielen, Kate. Ich gehe kurz auf den Balkon.
Ich muss zuerst mit Miss Alice reden. Sie ist auf dem Balkon. Wollen Sie mir nicht verraten, warum Sie wirklich hier sind? Mr. Holmes, was soll diese Frage? Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Da Sie meine Tochter gegen meinen Willen eingeladen haben, sind Sie das sehr wohl, finde ich. Sagte der Vater in aller Strenge. Mein Gott, ich habe ja fast schon Angst vor Ihnen. Sie schweigen also. Gut, sagen Sie, Kate, sie soll sofort nach Hause. Lassen Sie das arme Kind doch spielen. Diese Rücksichtslosigkeit, so nützlich, um unbequeme Wahrheiten zu vertuschen. Und gerade das wollen Sie ja. Was? Wir alle haben Geheimnisse. Aber keine Sorge, Mr. Holmes. Kate ist ein sensibles Kind und ich habe sie sehr gern. Alice, kommen Sie! Ich kann es! Sehen Sie? Sie sind wundervoll! Und sie hat mich wohl auch gern. Wir wollen doch nicht, dass sie ihr Geheimnis erfährt oder unglücklich ist. Ich muss jetzt wieder rein. Ach, Holmes, es gibt da jemanden, der zur Beschreibung des Mannes auf dem Bild passt. Er geht regelmäßig ins Krankenhaus für tropische Krankheiten. Er heißt James Byron. Sind Sie sicher? Fantastisch! Und wir können ihn besuchen, aber erst müssen Sie sich verkleiden, damit ich Sie als einen Kollegen vorstellen kann. Wir müssen ins Krankenhaus, Holmes. Wir müssen ins Krankenhaus, Holmes. Anna. Aus wie hier. Arzt-Sanskopie. So, wo bist du? Weiter geht's. Haben wir es beim nächsten Mal. Red? Hat Spaß gehabt? Weitergegangen? Lang dauern wir wieder? Gas geben, dass vielleicht die Woche noch nicht rausschmeißen. Was beim Hochschauen. Schaut, haben wir uns jetzt. Und bis zum nächsten Mal.